Begrüßen mit uns Jana Bach. Na, da haben Sie ja zwei gefunden hier, oder? Na, das war bei euch länger, oder? Hast schon wieder geschummelt, weil was wir in der Maske gemacht haben und so. Okay. Gefällt dir der Peter? Ja, ich stehe ja eh auf ältere Männer, falls du es noch nicht wissen solltest. Also, du fällst noch nicht so ganz in mein Beuteschema, aber er schon eher. Jana. Ja? Hast du denn auch mal einen anständigen Beruf gelernt? Ja, ich bin Justizangestellte vom Justizangestellte? Beruf. Ja. Viel Schreibarbeit, oder? Ja, ne, also du bist halt auf dem Amtsgericht, du durchläufst alle Abteilungen, Mahnabteilungen, Rechtsabteilungen. Es ist sehr, sehr viel Bürokratismus logischerweise und du sitzt halt die meiste Zeit schon am Schreibtisch, ja. Jetzt bist du natürlich in einem völlig unbürokratischen Job gelandet, ne, muss man sagen. Mehr oder weniger, ja. Du bist Pornodarstellerin. Habe ich recht? Das ist ein Frauenberuf eigentlich, oder? Naja, es sind natürlich auch Männer in dem Beruf, Darstellerin, ja. Aber es ist schon irgendwo das, wo Frauen doch eher die Popularität haben als Männer, genießen dürfen. Was genießen die da? Ja, also die Popularität. Das Popularität, ja klar. Ja, natürlich. Genießt du deine neue Popularität? Ja, doch, in vollen Zügen würde ich oder mal sagen. Oder zeigen auf der Straße Leute mit dem Finger auf dich und sagen, mit so einem gehst du ins Bett? Nee, also das gar nicht. In Bezug auf Alexander, was da so in der Bildzeitung und so weiter steht, wurde ich bisher noch nicht angesprochen. Ist ja auch noch nicht so alt, die Geschichte. Ja. Und gut, die Presse meldet sich natürlich ständig. Aber man wird schon auf der Straße erkannt, weil ich mache ja auch für Beate Use TV eine eigene Sendung und Ben on Live jede Woche Moderation. Und das passiert schon, dass man sagt so, hey, kenn ich dich nicht aus dem Fernsehen oder ich habe neulich meine Christian, warst du jetzt aber nicht im Gespräch, ne? Nein. Okay. Kommt demnächst, hoffe ich doch. Hast du denn noch Vertrauen in unsere Politik? Vertrauen in die Politik? Großes Fragezeichen. Ich meine, die Partei war eh nicht so meine. Mhm. Was willst du? Jetzt, das behalte ich für mich. Ach komm, ist Pay-TV, bleib unter uns. Ja, ja, natürlich. Nein, aber ich glaube, die eine Sache hat mit der anderen gar nichts zu tun. Also Sexualität ist das eine und ich bin nach wie vor der Ansicht, dass auch Politiker ein Privatleben haben sollten. Und hat er dir auch gleich einen Haushaltsplan aufgestellt? Nein. Oder ging es nicht so weit? Das war ja dann doch eher privat. Und der ist auch Chirurg, ne? Ja, ist ein Chirurg. Hat man das irgendwie gemerkt? Die komische Frage hat mir die Bildzeitung auch gestellt. Ja? Nein, gar nicht. Also er ist eben ein sehr charmanter, zuvorkommender Mann. Und ich weiß nicht, ob man zuvorkommt? Den Job... In jeder Hinsicht. Also, schon so drauf also war es für dich dann nicht so? Was ich mich frage ist, ist so ein CDU-Politiker zärtlich? Kann er auch sein, ja? Ja? Er kann aber auch total stürmisch sein. Stürmisch? Stürmisch, ja. Wie lief denn euer Akt ab? Habt ihr euch vorher, hattet ihr vorher die Gelegenheit, miteinander zu sprechen? Ja, euch kennenzulernen? Na, das ist ja, ich weiß nicht, ich meine, du bist ja sicherlich noch nicht so richtig beim Porno dabei gewesen. Vielleicht die eine oder andere DVD schon mal gesehen? Ja, ja, ich hab schon mal bei Peter über die Schulter geschaut. Du lässt ja heute auch nichts entlocken im Thema Porno, ne? So ein Ohr. Nein, aber das ist natürlich so, du kommst an Set und das war so eine Swingerclub-Atmosphäre, wo mehrere... Eine Swingerclub-Atmosphäre? Ja, wo mehrere Akteure halt da waren, Frauen und Männer, sowohl als auch. Und dann kommt man natürlich vorher erstmal ins Gespräch, jeder äußert so seine Wünsche, was er mag, was er nicht tun mag. Was hast du geäußert? Schau dir die DVD an. Okay. So ungefähr, so umschreib's doch mal. Meine sexuelle Fantasie weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so konkret. Da waren mit so dem alten CDU-Politiker in die Kiste. Ja, das war schon immer mein Traum. Weil ein bisschen fies sieht er ja schon aus, muss man sagen, ne? Auf dem Bild, ja. Aber war, na gut, hier haben wir das ja, Bild. Das ist echt so ein bisschen Triefäugel. Ich meine, da hättest du auch mit Karl in die Kiste steigen können, oder? Der war gerade nicht zur Verfügung. Machst du das aus Spaß oder machst du es fürs Geld? Ja, natürlich auch Spaß. Also erstmal Porno zu machen, diesen harten Break überhaupt in dem Leben zu gehen, das kostet natürlich auch schon mal erstmal eine Menge Überlegungen. Und du musst definitiv Spaß an Sexualität haben und überzeugt auch davon sein, dass du Pornos drehst. Weil du bist so oft und so hart natürlich auch damit konfrontiert, gerade am Anfang. Ne? Auch meine Familie und all das. Ich meine, du bist halt Justizangestellter. Wählen deine Eltern CDU? Soweit ich weiß, nein. Ist dein Vater, ja ein engagierter SPDler und ist jetzt völlig entsetzt? Mit wem er seine Tochter hier? Nee, ich glaube, das ist, ich meine, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt, Harz und so weiter und so fort, die sind ja alle in diversen Etablissements dann irgendwie vertreten, also in Bordellen und warum nicht auch dann mal Porno? Ja. Das ist ja nur auch in der Politik. Bei dir ein klarer Ausbildungsweg? Oder? Ausbildung zur Pornodarstellerin? Ja, ich glaube, genau. Sowas gibt es gar nicht. Wie geht der Weg?
Also ich habe halt normal meine Ausbildung gemacht, wie schon gesagt, war auch ein paar Jahre dann berufstätig, 4 am Stück. Und öfter als Erotikmodell dann schon tätig. Also seitdem ich 18 bin, mache ich eben auch für diverse Männermagazine, wie zum Beispiel die Coupé, das FHM-Magazin. Mhm. Erotische Aufnahmen war dazu auch mal gebucht worden, und zwar auf der Venus, der größten Erotikmesse der Welt, 2004, als Fotomodell. Und da sind natürlich auch alle möglichen Pornoproduzenten dann anwesend. Und da wurde ich das erste Mal auch angesprochen, hättest du nicht mehr Bock, so Porno zu drehen? Und ich dachte, nee, erstmal nicht und kein Interesse. Hab dann ein halbes Jahr lang doch schon überlegt, kam hin und das wieder der Gedanke. Das ist wahnsinnig interessant. Leider ist die Zeit jetzt fast um. Lass ja, schade eigentlich. Lass ich dachte, noch ich eine kann Frage jetzt stellen. So noch ist es mit Politikern wirklich so ein schmutziges Geschäft, wie man immer hört überall? War das wirklich so schmutzig, wie man zum Beispiel im Spiegel, wenn man den Spiegel liest, hat man das Gefühl, Politik ist ein wahnsinnig schmutziges Business. Hast du das? Du hast es ja wirklich am eigenen Leib erlebt. Ist es wahr? Ist es so schmutzig? Kann ich so nicht berichten. Hast du dich besudelt gefühlt? Nein, gar nicht. Um Gottes Willen. Hat er dich besudelt? Tag zu später? Nein, gar nicht. Also es läuft alles gut. Ich drehe auch nur exklusiv für eine Pornoproduktionsfirma und kann halt auch nur aus dieser Richtung berichten. Und da ich da auch exklusiv als Einzige bin, habe ich dann natürlich auch ein paar Mitspracherechte. Ich schreibe ja auch Drehbücher selber zu diversen. Wir müssen uns keine Drehbücher, schreibst du dazu, ja? Hm? 2 SMS sind die wahrscheinlich lang, oder? Nee, die gehen schon über mehrere A4-Seiten. Also mehrere A4-Seiten? Ja, du hast echt Nachholbedarf, ich merke das. Ich merke es auch. Jana, wir müssen uns mal ganz dringend unterhalten. Leider ist die Zeit schon wieder um, weil Peter immer so lange Filme macht und so lange rumstottert. Ich wusste heute auch manchmal nicht genau, wo es lief. Toni, haben wir es irgendwie okay gemacht heute? Das war super. Ja? Also super. Ich hatte das Gefühl, dass ich manchmal ein bisschen irgendwie verplant drüber Nein. Kann. Nein? Jana, hast du den Eindruck? Perfekt, nein. Wir knirschen gleich noch ein bisschen, ne? Natürlich. Alles klar. Haben Sie vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben.